Dingeldong und Hallöchen, Popöchen. Willkommen zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play the Palworld. Genau, von Let's Play Palworld. Mein Name ist, für die Neuzugestiegenen, mein Name ist der Wolfbaron. Wir zocken momentan Palworld, sowie aber auch The Witcher 3. Verpasst also am besten keine weiteren der beiden Folgen. Wir sind nämlich in beiden Projekten ziemlich nah beim Ende. Und The Witcher 3 beim ersten Teil, also beim ersten von drei Teilen am Ende. Und bei Palworld stehen wir quasi schon in den Startlöchern, um das Game zu beenden. Lasst doch gerne doch ein Like, lasst doch gerne doch ein Abo da und aktiviert die Glocke. Und für die Alteingesessenen von euch hier, ach, wundervoll, herzlich willkommen zurück. Wir machen gleich mal weiter. In der letzten Folge sind wir ein bisschen durch die Gegend gedödelt, mal wieder. Und haben, also ich habe ein bisschen Schluss erzählt, ein bisschen Krimskrams, Zwecks, wie es weitergehen wird mit der Zukunft, mit Projekten, mit dies, mit das, mit jenem. Wer sich dafür interessiert, schaut doch gerne die letzte Folge rein. Die kam gestern, deswegen ist auch die gestrige Folge. Macht Sinn, ja. Mhm. Ich sehe viel Sinn, die es macht. Und wenn es nicht interessiert, dann schaut doch die Folge doch trotzdem gerne an. Weil, keine Ahnung. Einfach so. So, aber wir machen gleich weiter. In der letzten Folge wollten wir nämlich noch Fenris die Seelen aus dem Leib ziehen. Denn wir brauchen die für den größeren Zweck. Und zack. Fenris, es tut mir leid, aber du wurdest kurzerhand naggisch gemacht. Frage ist jetzt nur. Nein, Alter. Tastatur vergessen. So. Ei. Der ist trotzdem Stufe 2. Angriff 331. Okay. Okay. Aber es hat funktioniert. Haben wir noch irgendjemandem Seelen gegeben? Sogar rein zufälligerweise. Eventuell irgendwo. Da, guck mal. Dem haben wir auch noch Seelen gegeben. Haben wir noch irgendjemandem Seelen gegeben, die wir ihm entziehen können? Bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Weil ich glaube, sonst haben wir alles. Ich glaube, das sind sogar schon die neuen, die wir erst frisch gefangen haben. Naja, relativ frisch gefangen, sagen wir es mal so. Eventuell haben wir hier ja was ausgetauscht. Mit einem von denen irgendwas. Ah, siehst du? Sag ich ja. Muss nur einmal ganz kurz. Den dahin. Ich darf den nur nicht vergessen nachher. Da ist das Loch. Da machen wir weiter. Da machen wir weiter. Ich glaube hier nicht mehr. Hier waren dann. Hier sind nur noch die ganz neuen, die wir erst letzte Folge auch gefangen haben. Aber wir haben ja gerade gesehen, dass es nicht 100%. Okay. Komm mal her. Ich pack dich. Wir haben da den da abgelegt, dann tauschen wir die beiden aus. Dass ich die beiden zusammen habe, dass ich sie nachher gleich wieder mitnehmen kann. So, ich hoffe, das kostet mich nicht eine halbe Niere. Zurücksetzen. Ah, also es geht, 16.000. Zap, zap. Kurzerhand mal die Seele aus dem Leibe entrissen. Gut. So. Dann können wir die beiden wieder eintüten. So, weil ich würde halt wirklich sagen, dass das, was wir jetzt momentan dabei haben, unser vollendetes Team sein wird. Weil da haben wir alles, was wir brauchen. Und die sind schon ziemlich stark. Ich guck mal, dass ich bei allen gleichmäßig level. Das, weil falls die Seelen nicht reichen, dass wir dann nicht das Problem haben, dass dann einer irgendwie mega überpowered ist und der andere so gar nicht. Da können wir auch nochmal
was reindrücken. Genau. Diese Sterne. Ach stimmt, nee, die Sterne waren ja vom Saft da, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, wie weit die es bringen. Den auch noch mal kurz. Vor allem hier das da. Das seht ihr schon, es wird jetzt schon ziemlich eng. Der braucht 3, da fehlt noch einer. So, der braucht jetzt auch 3. Dem sind auch 3. Eigentlich einer sogar 4? Der hat sogar 4, okay. Der hat auch 4, der hat nur 3. Was hat der denn? Schatten und Blitz. Das ist nur Schatten und Feuer, das ist Wasser. Und dann machen wir den da noch. Gerade so. So, jetzt haben wir nämlich wieder keine Seelen mehr. Okay. Es heißt noch darüber hinaus, dass. Ach stimmt, wir haben auch den elektrischen Blutkern. Nein, brauchen wir die Kerne für. Egal. Eine Anlage, mit der sich der Rang von Pelz erhöhen lässt. Okay. Der Rang von Pelz. Inwiefern kann ich das verstehen? Wir haben dann Rang 4 und was bringt denen das? Sind die dann stärker? Dann wäre das ein ziemlich... Puh. Genetischer Frevel, Stufe 1. Das wird hier benutzt werden. Bei Breiten werden Angriffe des Typs Schatten verstärkt. Okay. Ein Angriff von 500. Je höher der Angriff, desto mehr Schaden kann der Pell austeilen. Plus Stärke 120. Also noch quasi obendrauf, würde ich jetzt mal sagen. Achen Schaden minus 10. Okay. Weil, ganz ehrlich, hier hoch zu leveln mit dem Rang, das wird super, super lästig. Deswegen, eigentlich sind wir soweit eigentlich ganz gut gedeckt. Das mit dem Saft, da ist, finde ich ehrlich gesagt, irgendwie blöd. Weil da müssen wir davon 32 Perls von dem fangen und die dann noch her und, oh nee. Nee, einfach nur. Einfach nein. Deswegen, das ist ein bisschen mäh. Was fehlt denn? Barren. Barren habe ich. Dann mache ich nur ein paar Sphären fertig. Die sind weiterhin ziemlich wichtig. So weit sind wir nämlich auch nicht mehr entfernt vom letzten Level. Und dann können wir vorerst den Sphären auf Wiederschauen sagen. Kann ich ihn maximal mitnehmen. Ein bisschen noch. Noch mal ein bisschen. Okay, das ist ein bisschen zu viel. Okay. Weil dann brauchen wir die Perls nicht mehr zum Leveln, sondern nur noch, weil wir die haben müssen, wollen, brauchen, was auch immer. Aber das ist dann ein anderes Thema. 30 Stück. Oh, das ist besser als gar nichts. Ich brauche noch mehr Munition. Gewehrmunition. Die ist wichtig. 22 mal 5 sind 110. Das ist gut. Kann ich noch irgendwas hier herstellen, was ich dringendst bräuchte? Platinen. Tonnenweise. Da brauche ich aber Reinquarz für. Was ich auch brauche... Bräuchte mir das da. Ich habe 2 Perl... Ach, scheiße, stimmt. Ah, fuck, ich habe gerade die Dinger hergestellt. Ah, ich bin so ein Idiot. Fahrender Händler, hast du irgendwas für mich? Technikfrucht Selbstzerstörung. Ha. Huh. Perldium für 200. Oh. Scheiße. Könnte ich maximal kaufen. 40 Stück. 40 ist besser als gar nichts. Danke.
Weil es Paludium oder Paluminium. 21 Stück, die sind auch ziemlich wichtig. Die sind auch ziemlich, ziemlich wichtig. Ich bin aber am Überlegen. Mal so ganz unverfroren. Inwiefern ich hier vielleicht noch ein bisschen mehr reinbringen kann. Können wir hier irgendwas machen? Nee, das wollte ich nicht, das wollte ich. Sattheitsverlust hoch, Arbeitstempo, Bewegungstempo hoch. Brutal. Dass deine Perls entspannt werkeln. Nee, das ist schon ziemlich... Aber hart? Weiß ich nicht. Nee, es bringt ja auch nicht. Ich wollte gerade sagen, es würde vielleicht was bringen, wenn ich sie drüben hart schuften lasse. Hier. Oder beim oberen. Aber das, wenn das hier, wenn die Dinger hier weg sind, sind sie halt weg. Das ist halt... Weiß ich nicht. Was haben wir denn hier eigentlich? Kann ich wieder welche machen? Von 51. Okay, wie sieht's denn hier aus? Wie sieht ich denn hier aus? ...23 Kohle nur, okay, wir brauchen auf jeden Fall mehr Kohle. Ich helfe dir mal ein bisschen. Gut. Also wir haben jetzt noch... Wir haben jetzt, ich habe einen Blackout. Wir haben jetzt noch ein paar Seelen gefarmt, also unsere Perls noch ein bisschen geupgradet. Was meint jetzt eigentlich für einen Schaden? Also durchschnittlich. Knapp 600. Knapp 570, 500. Der ist auch noch ziemlich low level. Knapp 600 und der macht auch noch. Okay, also. Wir müssen auf jeden Fall unsere Perls leveln. Also wir müssen Level 50 erreichen und unsere Perls müssen Level 50 erreichen. Das mal auf jeden Fall. Komplett unabhängig von allem anderen müssen unsere Perls und uns, müssen wir und unsere Perls und wir Level 50 erreichen. Dann können wir drüber nachdenken, wieder zurückzugehen. Würde ich mal sagen. Was war es eigentlich drüben? Das war ein Feuerperl. Das war dieses Valeris. Dieses Pharao. Das heißt, unser Wasserperl ist ziemlich gut. Ich glaube, ich habe eine Idee. Ich gucke gleich, was wir für Heiltränke brauchen. Und dann machen wir uns... Dann gehe ich auf die Suche nach Höhlen und wir gehen einfach nur Fetthöhlen abklappern. Und sammeln uns tonnenweise Pilze. Das klingt viel falscher, als es sein sollte. Sammeln uns einen Haufen Pilze und Geschlechtskrankheiten. Nein, sammeln uns einen Haufen Pilze und machen uns Heiltränke. Weil wenn wir schon nicht dran sterben, wenn unsere Perls nicht dran sterben, dann werden wir dran sterben und das ist doof. Deswegen ein paar Heiltränke. Und dann können wir uns wieder darum kümmern, die Türme anzugehen. Ich glaube, das mache ich in dieser Folge mal. Wir haben ein paar Höhlen markiert. Oh, verdammt. Wir haben ein paar Höhlen markiert und ich glaube, bei manchen ist auch die sind noch ein paar Höhlen nebendran. Weil das ist der größte Faktor, den wir brauchen. Das sind diese Pilze. Alles andere finde ich überall in kiloweisen Massen. Und Zuckerwatte kriege ich auch. Sorry. Kiloweise. Zuckerwatte kriege ich. Jetzt hör mal auf in den. Mann, auf reinzulaufen. War ich gerade. Zuckerwatte kriegen wir auch.
ziemlich ohne Probleme. Deswegen das Einzige, was total nervt, sind diese Höhlenpilze. Rote Beeren und Perlsaft. Zucker war da genau das gleiche, aber da brauchen wir 5 Höhlenpilze für einen Trank. Also Höhlenpilze. Höhlenpilze, Höhlenpilze. Und zwar tonnenweise davon. Die kann ich leider auch nirgendwo kaufen. Die kann ich leider nur finden. Das ist halt doof, aber nicht unmöglich. Dafür haben wir diese schönen Höhlen hier. Und außerdem ist in 90% bzw. in allen Höhlen sogar noch Perls, die wir fangen können, um uns zu leveln und vielleicht noch ein Alpha-Perl, den wir vielleicht sogar noch gar nicht haben. Unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich. Okay. Gut. Also suchen wir uns mal Pilze. Ich hätte gerne Pilz. Gölsch und ein Pilz. Ich hab nur noch 21 Schuss, das habe ich erst jetzt gesehen. Hoppala. Hm. Alter, jetzt. Macht euch mal, komm, mach mal fertig hier. Mach mal kaputt jetzt. Ja, danke schön. Es gibt auch Level. Level und Loot. Kann ich mich also auf mehreren Wegen nicht drüber beschweren. Ich glaube, geradeaus ist der Boss, das heißt, wir gehen mal da lang. Das ist aber blöd. Ich habe es jetzt gerade realisiert, wir finden vielleicht pro Höhle 3 Pilze. Also müssten wir mehrere Höhlen... Müssen wir sowieso... Egal. Komm mal her, Mau. Habe ich den Ring an? Na, habe ich nicht. Davon habe ich schon 10. Mau, komm mal her jetzt. Davon habe ich ja nicht 10. Jetzt habe ich 10. Geil. Okay. Hat sich gelohnt. Na gut. Pilz. Lecker Pilz. Passt zwischen die Milz. Hey, minderwertiger Heiltrank. Ja, wunderbar. Müssen wir nicht einmal suchen, sondern haben gleich schon einen von... Wen? Ich glaube... Ja, 5 oder 10, das ist gerade, glaube ich, eine ganz gute Zahl. Weil die dauern ja, die gehen ja über Zeit. Die machen ja, über eine gewisse Zeit heilen sie ein, ja. Das plus Lebensraub von unserem Fellbad. Und das wird prima funktionieren. Okay, wir haben 3 Pilze. Wir haben 3 Pilze, das ist ein kleiner Heiltrank. Wenn wir jetzt noch 2 finden, haben wir sogar einen großen Heiltrank. Einen. Wie gesagt, das ist dann einer von... Längst fest, oder? Ja, längst fest. Das ist einer von 10. Ja, machen wir 5 oder 10. So um den Dreh, mal gucken. Wenn ich nach 5 keinen Bock mehr habe, machen wir nur 5. Das wird schon klappen. Wie gesagt, wenn das dann irgendwann... mir so dermaßen hart auf die Nüsse geht... Nüsse geht, dann werde ich in den Welteinstellungen ein bisschen rumpubbeln und dem Ganzen ein wohlverdientes Ende bescheren. Sagen wir mal ganz vorsichtig. Komm mal, ja. Zack. Vielen Dank, wunderbar. So, ach stimmt, wir kriegen ja auch noch extra Loot. Stimmt ja. Habe ich ja ganz vergessen. Seelen? Seelen? Nein, wir kriegen nur Übungsdinger. Das ist aber auch ganz gut. Und Technikhandbuch. Ich glaube, die Technikhandbücher werden für den späteren Gameverlauf sehr, sehr wichtig sein. Alter! Wieder falscher Knopf. Die werden für den späteren Gameverlauf noch sehr, sehr wichtig sein, weil sobald wir Level 50 erreicht haben, kriegen wir keine Punkte mehr, weil wir nicht leveln können.
Und um dann noch weiter Dinge freizuschalten, wenn wir das zu dem Zeitpunkt noch wollen, müssen wir diese Technikhandbücher finden, diese Punktehandbücher. Weil also dadurch kriegen wir dann noch die Punkte. Aber ich glaube mal, pauschal werde ich die nicht brauchen. Weil da ist, ich glaube, da ist nichts mehr Interessantes dabei. Was wir noch, was, wo ich jetzt per se sagen würde, oh, das brauchen wir unbedingt, sonst kann ich das Game nicht beenden. Das ist unmöglich. Also, glaube ich mal. Wir haben die Panzerfaust freigeschalten, wir haben die Munition dafür freigeschalten. Ja, beim Bauen ist es nicht so, da ist es nicht so mein Ding. Bin ich so der Bauer. Bauer. Frau suche ich auch nicht mehr, die habe ich schon. Ja, nee. Ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass wir da noch welche brauchen, aber falls wir dann noch welche haben, dann geben wir sie halt aus. Dann haben wir irgendwann ganz alles. Also, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, die Höhle ist dicht. Ah, verdammt. Ach, fuck, okay. Tschüss. Die Höhle da ist auf. Eventuell. Wenn wir Glück haben, ist die offen. Offensiv, haha, offensichtlich. Und wenn die nicht offen hat, dann müssen wir gucken. Gut, dass ich die Höhlen markiert habe. Zwar nicht alle, die ich gesehen habe, aber ein paar. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin sehr stolz auf mein Vergangenheits-Ich. Was denn? Was bist du? Ein Baum. Also ein Setzling. Warum ist der gelb? Okay. Keine Ahnung. Nehmen wir mal einfach so hin, wie es ist. Irgendeinen Grund wird das schon haben. Warum der eine Baumsetzling per gelb ist. Eine Seele und ein Ei. Das ist wunderbar. Da freut man sich zugleich. Keine Ahnung. Wo ich ihn hin? Ich bin komplett falsch. Ich muss nach Osten. Nach Osten? Nach Boston? Das war ich nicht. Mich, ey, ich hab doch gesagt, das war ich nicht. Brauchst mich gar nicht anzukeifen, du Pflaume, Alter. Pflaume. Pflaumen sind so komisch. War keine Pflaumen. Die schmecken mir nicht. Mögt ihr Pflaumen? Schmecken die euch? Oder schmecken euch vielleicht andere tropische Früchte, sagen? Ja, ja, weil Pflaumen sehr tropisch sind. Mögt ihr vielleicht andere Früchte wie, keine Ahnung, Bananen oder Wassermelonen oder WD-40. Keine Ahnung. Habe ich WD-40 gesagt? Wie komme ich auf WD-40, Alter? Klar, natürlich. Ich habe auch einen WD-40-Baum bei mir stehen. Aber wo renne ich denn hin? Ich habe auch einen WD-40-Baum bei mir zu Hause stehen. Da wächst jeden Morgen eine frische Kanne, eine frische Dose WD-40 dran. Und dann kann ich mir die erstmal genüsslich einverleiben. Ja, ist klar. Jetzt finden wir Seelen. Tonnenweise. Jetzt hätte ich es gecallt. Blödes Game, Alter. Ich hab's fast. Ich bin gleich da. Ich muss da irgendwie mich da rund. Da ist es doch. Gott. Ja, ja, halt's Maul, geh weg. Da unten irgendwo. Da soll sich diese mysteriöse Höhle befinden. Ich dachte gerade, was ist denn da drüben los? Aber das. Wieso? Ach, egal. Ich frag einfach gar nicht mehr, warum da ein Pelt außerhalb der Mauer ist. Gleich mal einen Grenzschutz anrufen. Böse, böse. Das habe ich nicht gesagt. Das war ich nicht. Es sieht sehr komisch aus. Warte mal. Sieht sehr, sehr komisch aus hier. Ein bisschen wie so ein Weg. Ich glaube aber dahinter ist nicht eine Höhle, oder? Nein, ich bin einfach nur paranoid. Hm. Wo ist denn die Höhle? Da unten nicht die Höhle. Ich hoffe, die Höhle ist offen. Das wäre wunderbar.
Ja, wunderbar. Jetzt geht er rein. Da bin ich 29. Lustig. Level 29. Da war ich auch mal. Jetzt bin ich fast Level 50. Alter. Das ist wie mit dem Altwerden. Ich war auch mal 29. Mittlerweile bin ich 24. Ich glaube, ich hab's vergessen. Nein, ich habe nicht vergessen, wie alt ich bin. Das war ich nicht. Okay. War ich ja eigentlich schon mal drinnen? Also, legit drinnen, weil ich irgendwas brauchte? Brauchte vor allem. Ja, Pisse wahrscheinlich. Ach du Penner! Die sterben. Ihr wollt alle aufs Maul? Oh, ich könnte die gerne haben. Ich könnte die gerne haben. Er macht euch zu Hühnerfrikassee, der Junge. Batz, Alter. Einmal umgenietet, den Jungen. Jo, kommen wir wieder her. Einmal nachladen. Ich habe keine Ahnung, wo wir lang müssen. Ich gehe mal da lang. Das sieht nämlich nicht aus, als würde es hier weitergehen. Ist da hinten der Baum? Ich glaube, da hinten ist der Baum. Ich sehe ein nicht sehr viel vorkommendes Pilzding. Guck mal her. Schnückchen, du. Bitte bleib drin. Ey, hab gesagt, bitte bleib drin. Du bist auch nicht ganz runter. Warte. Das können wir ändern. Ja. Ist gut. Komm runter. Das Maul. Dann geht er rein. Ist der Baum? Dann war das nicht der Baum. Der gibt einen Stoff. Geil. Der gibt einen Stoff. Ja. Nee. Das ist nicht lustig. Eigentlich schon. Scheiße. Der Frust setzt ein. Ich sag's euch, Leute, die Frust setzt ein. Dass es in dem Game nicht weitergeht. Loop Moon. Die haben wir schon, oder? Davon auch schon 10? Ich glaube, davon haben wir auch schon 10, oder? Das werden wir gleich herausfinden, wie viel wir davon haben. Wenn der Lieb ist und drin bleibt. Ja, wunderbar. Nein, aber nicht. Und Grindhell ganz sicherlich nicht. Komm mal her. Du riesen Katzenvieh. Da kommt einem echter Holländer raus, du. Bei der riesen Katzenvieh hier, nicht? Da kommt einem der Holländer raus. Der Holländer. Das ist ja der russische Holländer. Der fliegende Holländer. Nein, der russische Holländer. Scheiße. Ich habe doch gesagt, die Wodka. Die braucht die Wodka. Alter, dann krieg ich Gänsehaut. Gänsehaut kriegst du da. Gänsehaut. Da kriegt der ganze Auto, nicht? So ein alter, verrauchter Kölner in einer Kölner Kneipe. Oder, oh Gott, ich habe seinen Namen vergessen. Wie hieß der? Ich habe den erst letztens wieder gesehen auf TikTok. Ja, ich bin auf TikTok. Ich habe den letztens wieder gesehen. Ach, verdammt. Der Harpe Kerkeling hat ihn gespielt. Der sitzt dann in der Bar und dann, oh, wie heißt du denn, mein Schluckchen? Ich bin die Gisela. Oh, Gisela. Oh, geil, Alter. Ah, da schmeiß ich mich weg. Ich habe vergessen, wie der hieß. Kacke. Also irgendwas richtig Deutsches. Irgendwas Gerhard oder so ein Scheiß. Keine Ahnung. Fuck. Oh, Gisela. Oh, du wunderschöne Gisela. Alter. Oh, da krieg ich Gänsehaut. Das ist so widerlich. Ach, bleib doch drin, du. Dreckiges Ranzvideo. Da kommt der Bayern mir raus. Nein, nur fürs Protokoll. Ich komme nicht aus Bayern. Ich habe auch nichts mit Bayern zu tun. Hatte nie etwas mit Bayern zu tun und werde es wahrscheinlich auch nicht. Also, ich habe nichts gegen Bayern. Ist ja noch da. Also, offensichtlich, aber. Ach, guck mal einer an. Was haben wir denn da? Rhythmenliebender Raufbold Gorirat. Was für ein Ding.
Habe ich meinen Ring an? Ich habe meinen Ring an. Wunderbar. Ich habe nämlich nicht mehr so viele Schuss, mein Gutster. Korrektur. Ich habe gar keinen Schuss mehr. Auch nicht die richtigen Sphären. Also töte ich dich halt. Aber eh von 10. Also umso mal weg, die Jungen. Ich hab noch den hier. Ihr habt noch das etwas größere Geschütz. Boah, Alter. Ey, Pilze. Pilze. Erstmal nachladen. Zack. Komm. Batz. Einmal weggefrühstückt den Jungen. Oh, Gisela. Scheiße. Ich krieg das nicht mehr aus dem Kopf. Kacke. Ich hab vergessen, wie der hieß. Verdammt. Boah, den Film will ich mir heute Abend reinziehen. Ja. Ach, geil. Jo. Defensiv-Amulett. Verteidigung, Erhöhung. Okay. Das klingt gar nicht mal so ganz doof. Aber was wir theoretisch auch machen könnten, hätte ich denn die Lust dazu, das wäre dieses neue Update mal auszuprobieren und uns... Na? Komm ich drauf. Diese Steintafel mal machen. Besonders den Altar. Und dann die Steintafel. Weil... Eventuell können wir da ja was kriegen. Seelen vielleicht? Oder... Keine Ahnung. Sachen, die uns wichtig sein werden können. Möchten gern. Keine Ahnung. Wir können es mal ausprobieren. Aber das machen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen dieser Folge. Ich hoffe doch wirklich, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Also, bis dahin. Haut rein, tschö und gehabt euch wohl.